Hey, ich bin Laura und ich glaube daran, dass man in der Schule viel lernt, aber leider nicht, wie man eigentlich richtig lernt. Und deswegen übernehme ich das jetzt. In den kommenden Wochen wird es jeden Donnerstag von mir ein Video geben, in dem ich euch eine wissenschaftlich fundierte, erprobte Lernmethode vorstelle, die wirklich was bringt und nicht einfach nur beinhaltet, dass man einen Text farbig unterstreicht. Was mich dazu qualifiziert? Also zum einen erstmal meine Erfahrung. Ich habe das Abitur mit einem Durchschnitt von 1,0 abgeschlossen und kann mich über meine Noten im Studium aktuell auch nicht beklagen. Zum anderen mein Studium an sich und meine große Wissbegierde im Hinblick auf das Thema Lernen, mithilfe dieser ich unzählige Studien durchwälze, damit ihr das nicht mehr tun müsst. Deswegen würde ich sagen, legen wir jetzt einfach mal los. Lasst uns das Thema Lernen auf ein neues Level heben. Beginnen möchte ich mit der simpelsten und zugleich am meisten unterschätzten Lernmethode und das sind Karteikarten. Bevor ihr euch jetzt denkt, boah, auf Karteikarten habe ich so gar keinen Bock oder ich kenne schon alles dazu, lasst mich ausreden und bildet euer Urteil am Ende, ob es nicht vielleicht doch lohnt, das Ganze mal anzugehen. Erstmal die Frage, warum Karteikarten überhaupt so effektiv sind. Also diese Dinger hier sind strategisch so konzipiert, dass sie Active Recall fördern. Das heißt, man stellt sich eine Frage, muss dann aktiv nach der Antwort suchen und kann diese Antwort sofort überprüfen. Durch dieses aktive Abrufen werden die neuronalen Verbindungen im Gehirn gestärkt, was zu einer Verbesserung des Gedächtnisses führt. Die Wirksamkeit von Active Recall wurde mithilfe von mehreren Studien mittlerweile bestätigt. Da gibt es echt super viel zu. Ich verlinke euch gerne mal was in der Infobox, aber es kommt auch noch ein anderer Punkt hinzu und das ist der Punkt Metakognition. Metakognition ist eine Art der Selbstreflexion und ich glaube, das kennen wir auch alle von unseren Karteikarten. Wenn wir eine Antwort angeguckt haben, dann gleichen wir die natürlich immer mit der Antwort, die wir uns vorher im Kopf gemacht haben, ab. Und diese Selbstreflexion führt auch ebenfalls dazu, dass die Informationen noch besser abgespeichert werden. Also viel besser als mit Karteikarten kann man nicht lernen. So, jetzt natürlich nach diesem ganzen wissenschaftlichen Geschwafel, wie lernt man jetzt am besten mit diesen Dingern? Und ich sag's direkt mal vorab, einfach nur durchgehen verschwendet wertvolle Zeit. Es macht viel mehr Sinn, wenn ihr den Stapel einmal durchgeht und nach jeder Karte einmal kurz bewertet, wie gut ihr die Karte beherrscht. Und dann bildet ihr drei Stapel. Stapel 1 beinhaltet alle Karten, die ihr direkt auf Anhieb konntet. Da musstet ihr nicht groß überlegen, die sitzen einfach schon direkt. Stapel 2 beinhaltet dann alle Karten, bei denen ihr so ein bisschen länger überlegen musstet, bei denen ihr aber annähernd auf die Antwort kamt. Und Stapel 3 sind dann so die hoffnungslosen Fälle, bei denen ihr noch nicht mal die Antwort kanntet, selbst wenn ihr lange überlegt habt. Dann würde ich euch empfehlen, diese Stapel innerhalb eines Karteikastens zum Beispiel mit Sticky Notes abzutrennen oder mit so extra Registerordnern oder einfach wirklich ganz klassisch drei Stapel zu bilden und die dann zum Beispiel mit Gummibändern später voneinander abzutrennen. Stapel 1 wiederholt ihr dann so einmal die Woche, weil alles andere wäre Zeitverschwendung, schließlich könnt ihr diesen Stapel ja schon. Stapel 2 wiederholt ihr dann schon häufiger, weil da hattet ihr noch ein bisschen Schwierigkeiten und zwar jeden zweiten Tag. Und Stapel 3 wiederholt ihr dann jeden Tag. Nach jedem Durchlauf bewertet ihr neu, weil das Ziel ist natürlich, dass ihr mit jedem Durchgang besser werdet und ihr macht das so lange, bis ihr alle Karten irgendwann in Stapel 1 habt. Der Vorteil des Ganzen ist, dass ihr einfach keine wertvolle Zeit beim Lernen verschwendet, das heißt, ihr kommt schneller mit eurem Kram durch, denn einen kleinen Stapel zu lernen ist immer noch besser als einen großen und ihr müsst halt einfach wirklich nichts lernen, was ihr schon könnt. Außerdem, und das ist wieder ein bisschen wissenschaftlich, werden diese neuronalen Verbindungen, von denen ich eben gesprochen habe, eben immer gestärkt, wenn ihr wirklich in so einer Regelmäßigkeit, in so einer Kontinuität lernt und das ist eben gegeben, wenn ihr immer in diesem System bleibt. Jetzt nochmal kurz ein paar Sachen, die man unbedingt dabei beachten sollte. Und zwar sehe ich ganz, ganz häufig, dass Leute sich gerade im Studium Karteikarten machen, die ellenlang sind. Also auf denen sind irgendwie zig Definitionen, die irgendwie abgefragt werden, nur um irgendwie Platz oder Papier zu sparen. Und ich sage euch, das macht keinen Sinn. Haltet die Karteikarten so kurz und knapp, wie es nur eben geht. Heißt, eine einzige Karte für eine Frage und nicht mehrere Fragen auf eine Karte. Denn ihr überfordert euer Gehirn einfach nur unnötig. Ihr werdet länger brauchen, um die Karten wirklich durchzubekommen. Und so viel Papier spart ihr dann auch nicht, gerade wenn ihr zum Beispiel digitale Karteikarten erstellt. Zweitens solltet ihr die unbedingt sehr spezifisch werden, sehr konkret werden, denn uns fällt es immer leichter, eine Antwort abzurufen, wenn wir eine spezifische Frage gestellt bekommen. Außerdem in der Klausur ist es ja ebenfalls so, dass uns eine spezifische Frage gestellt wird und nicht einfach nur irgendein Stichwort. Um euch das mal kurz zu verdeutlichen, es macht wenig Sinn, auf eine Karteikarte einfach nur Zweiter Weltkrieg zu schreiben, wenn man gerade für Geschichte lernt, weil was will man damit abfragen? Wann der Zweite Weltkrieg gestartet hat? Oder was im Zweiten Weltkrieg passiert ist? Oder wer am Zweiten Weltkrieg beteiligt war? Oder was möchte man damit wissen? Also es macht viel, viel mehr Sinn, große Konzepte in ganz, ganz kleine Konzepte runterzubrechen und zum Beispiel eben zu fragen,
wann hat der Zweite Weltkrieg gestartet, wer war beteiligt, was ist an dem und dem Datum passiert, als einfach nur einen Oberbegriff zu nennen, weil das bringt einfach nichts. Ansonsten gibt es in der Psychologie auch noch etwas, was man den Bildüberlegenheitseffekt nennt. Und der beschreibt einfach den Effekt, dass benennbare Bilder besser behalten werden als reine Worte. Das heißt, meine Empfehlung, packt einfach auf jede Karteikarte ein passendes, und das ist ganz wichtig, ein passendes Bild. Wenn ihr da irgendwie Schwierigkeiten habt zu malen, das muss man nicht können, dann erstellt die wirklich einfach digital. Da könnt ihr ja etwas einfach aus dem Internet drauf kopieren. Aber packt ein Bild mit drauf. Ich sage euch, ihr werdet damit viel, viel mehr Erfolg haben, als wenn ihr einfach immer nur stumpf Text drauf schreibt. Außerdem solltet ihr auch mal versuchen, die Karteikarten rückwärts zu lernen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen crazy. Das geht auch nicht bei allen Karteikarten, aber da, wo es geht, sollte man es einfach mal probieren. Das heißt, man sollte einfach mal versuchen, die Frage zur Antwort zu finden und nicht andersrum. Denn wenn man immer nur vorwärts lernt, dann neigt man dazu, irgendwann einfach nur diese Worte auswendig zu lernen. Und man vergisst eigentlich, was dieser Inhalt, den man da gerade lernt, wirklich aussagt. Und das wird natürlich zum Problem, denn in der Klausur werden ja häufig nicht genau die Fragen abgefragt, die man auf den Karteikarten draufstehen hat, sondern Fragen, die irgendwie so ein bisschen ferner was damit zu tun haben oder man muss Konzepte erklären und so weiter. Auf jeden Fall muss man Inhalte anwenden können und verstanden haben müssen. Und deswegen meine Empfehlung auf jeden Fall einfach das mal so ein bisschen upswitchen. Wenn wenig Zeit ist, um Karteikarten zu erstellen, und das ist auch ein großer, großer Vorteil von Karteikarten generell, könnt ihr natürlich auch auf Karteikarten von anderen Leuten zugreifen. Das heißt, entweder ihr fragt eure Mitschüler oder Mitschülerinnen oder Kommilitonen oder aber ihr schaut auf Webseiten wie zum Beispiel StudyDrive für alle Studierenden oder auf Webseiten wie StudySmarter auch für Schüler oder Schülerinnen und ladet euch da einfach zu allen möglichen Themen Karteikarten direkt runter. Denn die eigentliche Erstellung der Karteikarten ist für das Lernen gar nicht so wichtig. Klar, wenn man die Karteikarten selber geschrieben hat, hat man wahrscheinlich einen schnelleren Lerneffekt, aber man kann auf jeden Fall mindestens genauso gut mit auch fremd erstellten Karteikarten lernen. Deswegen, wenn ihr gerade kurz vorm Abi, kurz vor der Klausur steht, ist es vielleicht noch eine Option für euch. So, und das war's auch schon mit diesem Video. Natürlich sind Karteikarten nicht die einzige Lernmethode, die irgendwie jedem taugt. Deswegen werde ich euch im nächsten Video eine andere passende Lernmethode vorstellen. Um das nicht zu verpassen, solltet ihr auf jeden Fall den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Ciao!